Was geht YouTube? Nineborn wieder am Start für euch mit einem neuen Video und mit neuen Infos zu Dying Light 2. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, ob es in Zukunft mehr Fahrzeuge in Dying Light 2 geben wird und was es mit den Schusswaffen auf sich hat, ob es Schusswaffen im Spiel gibt, ob es in Zukunft welche geben wird. Diese Frage beleuchten wir heute, denn es gab wieder ein neues Interview mit dem guten Timon von Dying Light 2, der wurde wieder interviewt und in diesem Interview wurden sehr viele sehr interessante Fragen gestellt und das führt mich auch zu dem Punkt, dass ich dieses Video in zwei Parts quasi splitten werde. Heute geht es quasi darum, was es mit den Schusswaffen auf sich hat, wie es aussieht mit Fahrzeugen in Zukunft in Dying Light 2 und im nächsten Teil werden wir dann nochmal ein paar andere Sachen ansprechen. Fangen wir auf jeden Fall an mit dem Thema Schusswaffen. Denn es kam natürlich die Frage auf, wie sieht es aus mit Schusswaffen? Wird es in Zukunft mehr Waffen in Dying Light 2 geben? Und darauf hat der Timon geantwortet, dass der Sinn und Zweck quasi von Dying Light 2 ist, oder das Setting ist ja quasi dieses dunkle Zeitalter. Die Menschheit wurde zurückversetzt ins Mittelalter, so gesehen. Und im Mittelalter gibt es halt nun mal keine Schusswaffen. Die Menschen verteidigen sich mit Bogen und mit Armbrüsten und halt eben solchen Sachen. Und das ist quasi auch das Design, was das Spiel vorgibt, die Richtung, die das Spiel quasi gehen will. Aber es wurde natürlich trotzdem das Mysterium kreiert um die Waffen, also wo die Waffen hin sind, weil es muss ja vorher Waffen gegeben haben. Und das ist natürlich auch etwas, was eine große Rolle spielt in Dying Light 2, wo die Waffen hin sind, was es mit den Waffen auf sich hat. Und man findet hier auch noch einen sehr wichtigen Satz, wie ich finde. When you work on a game and you put things in, you put them in on purpose. So, das heißt so viel wie, wenn man an einem Spiel arbeitet und da Sachen reinpackt, dann macht man das natürlich aus einem gewissen Grund. Und es wird ja ganz klar davon gesprochen, dass es dieses Mysterium um die Waffen gibt, wo die Waffen hin sind. Und dementsprechend ist es schon auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass es vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt dazu kommen wird, dass wir da Schusswaffen finden können. Jetzt wurde da aber nochmal nachgehakt und zwar ging dann die Frage in die Richtung, ob sich das Ganze vielleicht wie eine Art Easter Egg verhält. So wie wir es beim Korrekt-Talisman hatten, das war ja ein Easter Egg, was dann relativ einfach zu entdecken war und vielleicht sind die Waffen einfach ein Easter Egg, was viel schwieriger zu entdecken ist. Und darauf hat der Timon geantwortet, dass es einen bestimmten Grund dafür gibt, dass diese Waffen versteckt sind und das Ganze wird auch im Spiel erklärt, aber er versteht natürlich, dass die Spieler daran sehr interessiert sind, was es mit diesem Geheimnis auf sich hat und vielleicht werden wir diese Waffen an einem gewissen Punkt finden oder finden können. Ja, ist natürlich die Frage, ob wir das aktuell schon machen können. Ich vermute einfach mal ganz stark, dass das aktuell noch nicht der Fall ist. Also es gibt aktuell kein Easter Egg, wo man die Waffen finden kann, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Aber es wurde auch nochmal darauf verwiesen, dass es diesen 5-Jahres-Plan gibt, ja, an Content. Ja. Dying Light 2 oder Techland hat ja schon im Vorfeld gesagt, sie möchten das Spiel mindestens 5 Jahre lang mit Updates versorgen. Und ich gehe einfach stark davon aus, dass das etwas ist, was für die Zukunft geplant ist. Ja, also nicht direkt im ersten Jahr, sondern vielleicht kommt es dann später in Form eines richtig geilen Easter Eggs, dass wir dann so halt Waffen finden können, beziehungsweise dieses Geheimnis um die Waffen lüften können. Aber nicht nur die Frage nach Schusswaffen in Dying Light 2 soll heute Teil dieses Videos sein, sondern auch die Frage nach Fahrzeugen, wie zum Beispiel Fahrrädern, Dirtbikes oder sogar Autos, ist natürlich ein interessantes Thema. Auch diese Frage wurde den Timon gestellt und er hat darauf geantwortet, dass es ja aktuell schon Fahrzeuge gibt in Dying Light 2, wie zum Beispiel Fahrräder oder die Hoverboards, nur sind diese halt eben als Easter Egg versteckt im Game. Aber sie finden es auf jeden Fall sehr gut, dass die Community das so gut annimmt, dass wir diese Sachen mögen und wir können erwarten, dass sie das nutzen werden. Heißt so viel wie, ja, wir finden das alles super geil und Dying Light oder Techland hat auf jeden Fall vor, da dann auch in die Richtung mehr zu machen. Sie möchten das nutzen, dass uns das so gut gefällt. Das heißt, es wird auf jeden Fall mehr in diese Richtung geben, würde ich jetzt einfach mal daraus schlussfolgern. Aber dann wurde da auch nochmal weiter nachgehakt. Und zwar war dann die Frage, like the broom, also wie beim Besen. Und ihr wisst ja, der Besen ist sehr beliebt bei uns allen, bei den meisten zumindest. Und darauf wurde dann geantwortet, dass sie quasi das ein bisschen zugänglicher machen wollen für den Großteil der Spieler. Die ganzen Fahrzeuge, die wir ja bisher in Dying Light 2 hatten, sind ja in der Form von einem Easter Egg verfügbar, also sehr versteckt. Und dass nur der
dass nur die Hardcore-Playerbase quasi diese gefunden oder genutzt hat. Wobei man hier so ein bisschen sagen muss, ich würde nicht davon ausgehen, dass das jetzt nur die Hardcore-Playerbase ist. Das haben schon sehr, sehr viele Spieler entdeckt und genutzt. Ob das jetzt durch Videos war oder ob man das jetzt selbst entdeckt hat, ist ja relativ egal. Aber ich würde schon behaupten, dass die meisten Spieler, die aktiv Dying Light 2 spielen oder gespielt haben, auch das ein oder andere Easter Egg genutzt haben. Das ein oder andere Fahrzeug wie das Fahrrad oder das Hoverboard. Aber grundsätzlich wollen sie das halt eben zugänglicher machen für mehr Spieler. Und da könnte ich mir dann einfach vorstellen, dass das dann nicht mehr in Form von Easter Eggs geschehen wird, sondern vielleicht finden wir dann Fahrräder irgendwo am Straßenrand. Ja, dass da irgendwo ein Fahrrad rumsteht, wir uns dann auf das Fahrrad schwingen können und dann können wir da durch Villedor heizen, ja, beispielsweise. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da in Zukunft kommen wird. Sind auf jeden Fall eine Menge Informationen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon morgen, wenn ihr Bock habt, im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Nineborn, Ende.